Einen sehr angenehmen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Fußballfreunde in Österreich. In wenigen Augenblicken wird das Fußball-Weltmeisterschaftsqualifikationsspiel Schweden gegen Ungarn im Stockholmer Rosunda-Stadion beginnen. Die Schweden haben Anstoß und werden in der ersten Spielhälfte von rechts nach links spielen. Zu erkennen an den dünkleren Hosen, also an den blauen Hosen und gelben Jerseys, die Ungarn spielen ganz in weiß von links nach rechts. Persson, Svensson, Persson, Gran, Kocic. Die Schweden spielen im Tor mit Ronny Hellström, in der Verteidigung im 4-2-4-System mit Kronqvist, Christensson, Nordqvist und Grip. Im Mittelfeld mit Svensson und Larsson und im Angriff mit Ove Gran, Ove Schindwall, Ove Eklund, also dreimal Ove und dann Persson als Linksaußen. Ungarn im Tor mit Gezi, in der Verteidigung mit Fabian, Pancic, Barlind und Peter Juhasz, Kocic. Und Hellström musste bei der ersten gefährlichen Aktion der Ungarn schon eingreifen. Weiter die Aufstellung der Ungarn, die mit einem 4-3-3-System beginnen werden. Im Mittelfeld Süc, Kocic und Kü. Und die drei Sturmspitzen sind Söke, Bene und Sambo. Söke, Bene, Persson. Er spielt bei Örgryte, hat früher mal bei den Glasgow Rangers gespielt, ist zu früh weggegangen. Wäre er noch dabei geblieben, hätte er gestern den Triumph mitgemacht, den Europacup-Sieg im Bewerb der Cupsieger. Die Schweden greifen mit diesem Spiel zum ersten Mal in die Weltmeisterschaftsqualifikationsrunde ein, in die Gruppe, in der noch Ungarn, Österreich und Malta stehen. Ungarn hat bereits die beiden Spiele gegen Malta absolviert und führt in der Tabelle mit 4 Punkten und 5:0 Toren. Eklund aber zu steil. Und für uns Österreicher ist es heute zweifellos eine willkommene Gelegenheit, unseren nächsten Gegner in der Weltmeisterschaftsausscheidung, nämlich die Schweden, zu beobachten, zu studieren. Hoffentlich können wir also genügend sehen, genügend erkennen. Unter den Zusehern ist auch Teamchef Leopold Stasny und hoffentlich wird auch er ein Rezept finden, erkennen können, wie dann die Schweden zu schlagen sind. Wir spielen, wie gesagt, am 10. Juni in Wien, also schon in 16 Tagen. Grip, Eklund, Sambo, Ove Gran, Schindwall, Kronqvist, Gran und über das Tor. Schlechtes Wetter heute in Stockholm, es regnet den ganzen Tag schon, aber das Spielfeld in ausgezeichnetem Zustand, dies deshalb, da es mit riesigen Plastikplanen abgedeckt war und erst knapp eine halbe Stunde vor Beginn dieses Spieles wurden die Planen weggeschafft, deshalb also ausgezeichnete Bodenverhältnisse, viel schlechter die Situation auf den Rängen, der Besuch lässt zu wünschen übrig, 50.000 haben etwa Platz im Rosunda-Stadion. Es werden vielleicht 20.000 gekommen sein. Die genaue Zahl lässt sich hier kaum erkennen. Wir sehen nur ein Meer von Schirmen rund um uns. Schindwall. Und Freistoß für Schweden. Nummer 3 war Miklos Pancic, Fußballer des Jahres in Ungarn im vergangenen Jahr. Tommy Svensson, Gran und Eckball Nummer 1 für Schweden.
die Schweden mit drei Legionären, mit Svensson, der spielt bei Standard Lüttich, mit Ove Kran, er spielt bei Lausanne, und mit Eklund, er spielt bei Royal Antwerpen. Grundquist. Nummer 13, Grundquist, er vertritt den verletzten Hult. Hult ist jener Mann, der in den bisherigen zwei Länderspielen der Schweden in diesem Jahr, nämlich gegen die Schweiz und gegen die Tschechoslowakei, beide schwedische Treffer erzielt hat. Gegen die Schweiz gab es in Genf ein 1:1, gegen die Tschechoslowakei in Göteborg ein 1:2. Ronny Hellström, er spielt bei Hammarby, einem Vorortverein von Stockholm. Fabian Gocic. Eklund. Peter Juhasz. Balint. Söke. István Söke von Ferencváros Budapest. Kü. Fehler von Kü. Persson. Schwedens Teamchef AB Eriksson hat eine Taktik auf das Feld gegeben, die so aussieht, dass die Schweden an und für sich mit einer 4-2-4-Formation fungierten. Aber die beiden Flügelstürmer Gran und Persson haben jeweils die Aufgabe, wenn notwendig, das Mittelfeld zu verstärken. Deshalb wird man also nicht sehr oft echte Flügelaktionen sehen. Vor allem Gran spielt ja schon lange nicht mehr am Flügel. Vor allem in der Schweiz spielt er ja immer in der zweiten Welle. Er spielte lange Zeit bei Grasshoppers Zürich und spielt jetzt bei Lausanne. Sambo. Tja, was wäre uns Österreichern heute für ein Resultat recht? Schwer zu sagen, aber am ehesten doch ein Sieg der Schweden, denn gerade die Ungarn, die liegen uns ja gar nicht. Grundquist. Kü. Sambo. Gut gemacht. Balint. Gran. Fehlpass von Gran. Sehr zerfahren in den ersten Minuten dieses Spiel. Bis auf die eine Möglichkeit, die Kocic vorfand, aber er war, glaube ich, selbst überrascht, dass er so urplötzlich frei vor Hellström stand. Nicht ungefährlich heute mit Fernschüssen, mit Weitschüssen zu operieren. Kü war es hier mit der Nummer 10 zu erkennen, denn wenn auch Plastikplanen das Spielfeld abgedeckt haben. Es regnet ja jetzt nach wie vor und das Terrain ist zweifellos glitschig. Der Boden ist also nicht tief, aber durchaus glitschig. Und Sie wissen ja alle, wie gefährlich ein Ball werden kann auf einem nassen Boden. So ein flacher Aufsitzer. Ball bekommt dann eine unheimliche Fahrt und ist kaum zu bremsen. Einwurf durch Ove Kran für die Schweden. Kapitän Björn Nordqvist mit der Nummer 4. 58 Mal bereits im schwedischen Team. Das ist Nordqvist. Christensson. Schöner Schuss von Gran.
geht sie auf den Posten. Leicht zu erkennen, nicht nur an der Nummer 14, sondern schon an der etwas schütteren Haartracht am Hinterkopf. Ove Kran. Und auch bei dieser Aktion haben Sie gesehen, er war überall anders, nur nicht am rechten Flügel, aber er war gefährlich. Fabian. Balint. Zwar Hens, aber Schiedsrichter der Begegnung ist übrigens Herr van Ravens aus Holland, hat Vorteil gegeben, richtig. Laurens van Ravens, ein sehr bekannter Schiedsrichter, leitet diese Begegnung. An den Linien seine Landsleute Boosten und Wallinga. Kü. Die Schweden haben hier im Rosunda-Stadion einen kleinen Rekord zu verteidigen. Seit 5 Jahren sind sie ungeschlagen. Nicht in Schweden, aber hier im Rosunda-Stadion von Stockholm. Fabian. Söke, zu ungenau, zu klein, klein. Persson, auch er weit zurückhängend. Eklund. Christensson von Malmö. Zu steil. Schon in den ersten Minuten die Taktik der Schweden klar zu erkennen. Sie operieren nur mit 2 Sturmspitzen, mit Schindwall und mit Eklund. Denn Persson und Kran sind nie richtig an ihren Flügelstürmerposten zu finden. Persson hängt weit zurück und auch Ove Kran sehr viel in der zweiten Linie und kommt dann in der Mitte mit vor. Aber gerade ist Mannschaften, die kein konsequentes Spiel zeigen, deren Leute nicht konsequent auf ihren vorgesehenen Formationen bleiben, sind ein sehr unangenehmer Gegner. Denn in dem Fall muss eben der Gegenspieler mitdenken, muss mit den Aktionen mitmachen, denn sonst bleibt meistens ein gewisses Loch offen. Peter Juhasz. Balint. Eklund. Schindwall hängen geblieben an Balint. Sütsch. Sütsch von Honved. Aber auch dieses Abspiel ist gar nicht gelungen. Auch bei den Ungarn läuft es im Moment nicht, auch wenn sie ihr 4-3-3-System bisher einigermaßen praktizieren. Wir können es hier von unserem Standort aus recht gut erkennen. Wir sitzen ganz am Ende der Tribüne, ganz in der Höhe. Aber es ist ein reines Fußballstadion. Man hat hier deshalb einen sehr guten Ausblick auf das Spielfeld. Man sieht direkt hinunter und hat einen guten Überblick. Tommy Svensson von Standard Lüttich. 27 Jahre alt. Überhaupt sind die Schweden eine ziemlich alte Mannschaft. Der jüngste Mann der Schweden ist
Ove Eklund mit 26 Jahren. Svensson. Gocic. Bene. Einwurf für Ungarn. Die ersten 15 Minuten sind gespielt. Bisher also kein Treffer gefallen. Beide Mannschaften hatten je eine schöne Möglichkeit. Bene. Ja. Aber schlecht geköpfelt. Noch einmal Söke. Ein Triplanski, aber gut gemacht. Jetzt gefährlich hereingegeben. Kü. Und Abseitsstellung von Kü. Söke von Ferencváros hat dieses Dribbling sehr gut gemacht. Er ist erst vor kurzem in das Team gekommen und hat schon zwei Treffer erzielt, zwei wichtige Treffer in den Viertelfinalspielen um die Europameisterschaft gegen Rumänien. Persson. Örjan Persson. Gocic. Bene. Sambo. Peter Juhasz. Sehr genau gedeckt von Pančić ist Eklund. Söke. Kü. Juhasz. Und Abstoß. Die Ungarn haben eine ganze Serie von Länderspielen in diesem Jahr bereits bestritten. Vor allem die wichtigen Spiele innerhalb des Viertelfinales der Europameisterschaft gegen Rumänien. Hier waren ja 270 Minuten notwendig, um den Sieger zu ermitteln. Die Ungarn behielten die Oberhand nach einem 1:1 in Budapest, einem 2:2 in Bukarest und zuletzt einem 2:1 in Belgrad. Im Semifinale werden die Ungarn auf die Sowjetunion treffen. Und eben bei diesen Spielen hat Söke zwei Treffer erzielt und Gocic hat ebenfalls zwei Treffer erzielt. Gezi Fabian. Söke. Bene. Auch Bene, die Sturmspitze der Ungarn, sehr gut markiert von Björn Nordqvist. Persson. Eklund. Und das müsste Eckball sein. Eckball Nummer 2. Für Schweden. Persson. Ja. Schindwall, aber jetzt eine Möglichkeit für Bo Larsson, aber schlecht geschossen. Larsson hat eine große Chance gehabt, ganz frei wäre er zum Ball gekommen, aber es war nicht einmal ein Schuss mit dem linken Fuß vorbeigerollt. Diese Möglichkeiten müsste man zumindest mit einem Schuss auf das Tor ausnützen. Fabian, aber es ist alles so leicht gesagt. Söke. Süc. Gocic.
Söke. Schindwall. Steilpass für Kran. Noch! Jetzt hätte Kran etwas Glück gebraucht, dann wäre ihm der Ball fast von Gezis Armen direkt noch einmal vor die Beine gesprungen. Kühe, das war jetzt Glück für die Ungarn. Svensson. Schindwall, er spielte seinerzeit bei Feyenoord Rotterdam. Freistoß. Gefährliche Distanz. Knapp außerhalb der 16-Meter-Linie. Ove Kran oder Eklund. Geht sie. Wahrscheinlich eine taktische Finte der Schweden. Es werden möglicherweise zwei zum Ball laufen. Ja, Eklund in die Mauer. Grundquist. Gocic. Christensson. Fehlpass von Fabian. Eklund. Ein Buckerl gemacht hat Eklund. Pancic. Süch. Sambo. Ein Freistoß an der 16-Meter-Linie für die Ungarn. Sándor Sambo von Dózsa Újpest, vom ungarischen Meister und auch vom derzeitigen Führenden in der laufenden Meisterschaft. Er ist 28 Jahre alt und hat bereits 23 Mal im Team gespielt. Grip hat geklärt. Süch. Juhasz. Hellström. Mittlerweile wurde das Flutlicht eingeschaltet hier im Rosunda-Stadion. Durch das schlechte Wetter wird es heute schon früh diesig und dunkel. Pancic. Und wieder Kran. Und Eck. Schindwall. Tja. Aber er konnte auch wirklich nicht wissen, dass ihm der Ball noch einmal vor die Beine springen könnte. Hellström. Grieb. Nordqvist. Persson. Persson. Schön gemacht. Svensson. Und jetzt einige recht gute Aktionen der Schweden. Und man sieht eben, man darf diese schwedische Mannschaft, die sehr unterschiedliche Leistungen bietet in Länderspielen, nicht unterschätzen. Bene.
Gocic. Man spricht davon, dass er heute der beste ungarische Fußballer sein könnte, wenn, ja wenn, wenn er nicht so viel Bier trinken würde. Er schleppt immer einige Kilogramm Übergewicht herum. Er ist ja auch Träger eines sehr berühmten Namens, der verpflichtet. Denken Sie nur an Sándor Gocic, dem Halbrechten des berühmten ungarischen Teams der 50er Jahre. Balint, Söke, und das gibt Eckball für die Ungarn. Wenn ich früher gemeint habe, die Schweden sind in ihren Leistungen in Länderspielen sehr unterschiedlich, dann ist dies wohl in erster Linie darauf zurückzuführen, dass der jeweilige schwedische Verbandskapitän sehr selten zwei Spiele hintereinander mit derselben Formation spielen kann, denn er bekommt nur selten alle Legionäre frei, und diesmal ist es aber der Fall. Söke. Kü, Sambo. Und noch einmal Eckball. Je zwei Eckbälle. Mit Ausnahme des verletzten Verteidigers Hult spielt heute, schwedische Experten haben es zumindest behauptet, die stärkste Formation der Skandinavier. Christensen. Balint. Und es gibt noch einen Eckball, denn ein schwedischer Abwehrspieler hat bei diesem Fernschuss von Balint das Bein dazwischen gehabt. Nummer 4. Jetzt geht es Schlag auf Schlag, zumindest in puncto Eckbällen für die Ungarn. Wir haben nicht mitgestoppt, aber kaum zwei Minuten sind vergangen und vier Eckbälle. Fabian, es kommt vom langen Ball halten. Eklund, Persson. Einwurf für Schweden. Bo Larsson. Grip. Nordqvist. Eklund. Und Abstoß. 28 Spielminuten der ersten Spielhälfte sind vorüber. 0:0 im Weltmeisterschaftsqualifikationsspiel zwischen Schweden und Ungarn. Keine mitreißende Begegnung jedenfalls bis jetzt. Es gab einige wenige Möglichkeiten auf beiden Seiten. Es ist sicher verständlich, wenn die Ungarn vorsichtig operieren, denn für sie wäre hier ein Unentschieden bereits eine sehr gute Ausgangsposition für die nächsten Spiele. Die Schweden, glaube ich, müssten doch trachten, dieses Heimspiel zu gewinnen. Fabian, Süc, Fabian, Balint,
Kü. Gran. Kein Abseits, Schindwall, aber er kommt zu spät. Etwas zu steil. Söcke. Nordqvist. Bo Larsson, er spielte früher bei VfB Stuttgart in der Bundesliga. Jetzt wieder bei Malmö. Malmö, ja, dem schwedischen Meister dieses Jahres. Hellström. Die ersten 30 Minuten sind jetzt genau gespielt. Und alles wartet auf den ersten Treffer. Hens und Freistoß für die Schweden. Bo Larsson. Wird er schießen oder wird er den Ball raffiniert in den kleinen Strafraum heben? Ja, er bevorzugt das, aber Balint. Kü. Sambo. Das muss Freistoß werden. Balint Juhas, Peter Juhas. Bene. Bene. Ja. Bene. Ich weiß nicht, ob Hellström hier ganz auf dem Posten gewesen wäre. Er hat sich wohl geworfen, aber sehr schwer, so einen Ball zu halten, der ziemlich flach kommt bei diesem glitschigen Terrain. Der Ferenc Bene ist zwar nicht mehr in jener grandiosen Form, in der er vor einigen Jahren noch war, aber er ist immer wieder gefährlich. Auch wir in Österreich haben das zuletzt gemerkt beim letzten Spiel der Ungarn in Wien im Praterstadion. Wenn auch mit Mithilfe österreichischer Abwehrspieler, aber immerhin hat Bene beide Treffer zum 2:0-Sieg der Madiaden in Wien gegen Österreich geschossen. Eklund. Kü, Juhas. Kü. Ziemlich weit am Tore von Hellström vorbei. Nordqvist. Larsson. Eklund. Larsson. Wieder war es Larsson, der eine Chance vorgefunden hätte. Für die Ungarn ist es heute das 12. Auswärtsspiel bei Qualifikationsspielen für Fußball-Weltmeisterschaften. Bilanz ist ziemlich positiv für die Ungarn. 7 Siege, 2 Unentschieden und nur 2 Niederlagen. Das Interessante dabei ist, dass beide Niederlagen gegen skandinavische Länder passierten, und zwar gegen Dänemark und gegen Norwegen.
Heute wäre also sozusagen als Dritter im Bunde Schweden an der Reihe. Fabian. Söke. Und Eckball. Mit ziemlich viel Effekt geschossen hat Söke. Kein Eckball. Ja, der Schein hat hier gedrückt. Es bleibt bei 4 Eckbällen für die Ungarn und 2 für die Schweden. Lajos Süc und Gezi. Larsson. Persson. Ja, warum hat er jetzt geschossen dabei? Man hat es nicht ganz genau am Monitor gesehen, aber links hat sich angeboten der linke Außenverteidiger Grieb. Er hätte viel Spielraum gehabt. Persson hätte ihn anspielen können. Er hätte ihn fast anspielen müssen in dieser Situation. Hellström. Grundqvist. Larsson. Bene. Gegen 3, gegen 4 Schweden. Allein gegen 4, aber es gibt Freistoß für die Ungarn. Söke. Schindwall. Persson. Eklund. Und Eckball. Also Ove Kran müssen wir uns merken, gerade bei Flanken und bei Eckbällen ist er immer gefährlich in der Mitte. Er versucht sehr, sehr viele Bälle direkt zu nehmen und wenn so ein Volley-Schuss dem Schützen so richtig aufsitzt, wie man so schön sagt, dann ist es ziemlich schwer, so einen Ball, wenn er platziert auf das Tor kommt, zu halten. Sieben Minuten noch sind in der ersten Spielhälfte zu spielen und nach wie vor kein Treffer gefallen. Süc, Balint, Sambo und Hellström.
aufgestützt, hat sich Kühe. Freistoß für die Schweden. Tommy Svensson. Eine Möglichkeit für Eklund. Christensson. Eklund. Fabian. Larsson. Und Einwurf für die Ungarn zeigt der Linienrichter. Nummer 6 ist Balint von Ferencváros. 5 Minuten noch bis zur Pause. Herr van Ravens ermahnt Balint, er soll nicht ein paar Meter stehlen beim Einwurf. Pančić. Grieb. Svensson. Fabian. Wenn man die ersten 40 Minuten etwas zusammenfassen will, so muss man sagen, es war also kein hochklassiges Spiel, aber jetzt eine Möglichkeit für Sambo. Persson. Grieb. Und Freistoß für die Schweden. Es war also kein hochklassiges Spiel, was wir bisher gesehen haben. Und es gab auch nicht allzu viel echte Chancen bisher in dieser Begegnung. Aber das ist vielleicht gar nicht so interessant für uns. Interessant ist vielleicht, wie haben also die beiden Mannschaften an sich gespielt. Und für die Ungarn wird es also ziemlich schwer sein, nach dem heutigen Spiel eine besondere Prognose abzugeben. Denn ich glaube, sie agieren also betont vorsichtig. Sie sind ja jene Mannschaft, die hier eben auswärts antritt und die damit also eben defensiv spielt. Und die mit einem Unentschieden hier durchaus zufrieden wäre. Die Schweden, die hier gewinnen müssten. Eklund? Nein. Bei den Schweden könnte man sagen, die Gefahr kommt zweifellos nicht über die Flanken, eher aus der Mitte. Es gibt manchmal eine Ansammlung, eine Zusammenballung von 3, 4 schwedischen Stürmern, aber alle in der Mitte und ein echtes Flügelstürmerspiel haben wir bisher in dieser ersten Spielhälfte bei den Schweden kaum gesehen. Wenn dann nur, wenn die Außenverteidiger mit nach vorne gegangen sind. Aber nicht von Kran und von Persson. Zu weit. Persson. Pančić klärt. Grieb. Nordqvist, Björn Nordqvist, Christensson. Und beinahe, das hätte ein Eigentor werden können. Pančić hat das ganz gefährlich gemacht, aber die ungarische Abwehr kann ins Wanken kommen. Stand sie jedenfalls nicht sehr fest. Man muss sich nur etwas trauen. Man muss ein gewisses Selbstvertrauen haben. Man muss Mut zum Risiko, zu angriffsfreudigen Aktionen haben. Juhasch. Kran. Und
abseit gewunken vom Linienrichter und Van Ravens hat nicht gepfiffen. Weiß nicht, ob er den Linienrichter nicht gesehen hat oder ob er anders entschieden hat. Zusammenstoß zwischen Pančić, der hier am Boden liegt, und auch ein Schwede kniet. Tommy Svensson ist es. Hier ein, ist das nun ein Zuseher, ist es auf alle Fälle, der hereingelaufen ist. Und er wird in Gewahrsam genommen von einem Polizisten mit Hund. Er wird es vorziehen, glaube ich, das Spielfeld wieder zu verlassen. Mittlerweile steht auch der ungarische Spieler, ja, es war Pančić wieder, haben ein bisschen benommen bei diesem Zusammenstoß, aber es war keine unfaire Attacke, es war eben ein Zusammenstoß, wie er in einem Spiel passieren kann. Kü. Und noch einmal Abstoß. Vermutlich die letzte Aktion in dieser ersten Spielhälfte. Noch einmal Freistoß für die Schweden. Christensson. Und hier der Pausenpfiff von Schiedsrichter Van Ravens. Nach 45 Minuten steht das Weltmeisterschaftsqualifikationsspiel Schweden gegen Ungarn im Rosunda-Stadion von Stockholm 0:0. Beide Teams haben die zweite Spielhälfte in unveränderter Mannschaftsaufstellung begonnen. Es wurde also nicht gewechselt, obwohl die Möglichkeit dazu ja bestehen würde. Aber wahrscheinlich sind beide Teamchefs eben der Ansicht, ich habe nichts Besseres auf dem Ersatzspielerbankerl oder ich war mit der Leistung meiner Mannen in der ersten Spielhälfte zufrieden. 0:0, wie gesagt. Und jetzt in den zweiten 45 Minuten die Ungarn von rechts nach links spielen, ganz in Weiß. Und die Schweden eben traditionell blau-gelb. Eckball. Vierter Eckball für die Schweden, ebenso viele für die Ungarn. Nummer 14 in der Mitte des Bildes, das ist Obekran, er ist gefährlich. Und alle Ungarn waren jetzt am eigenen Strafraum. Christensson hat viel Zeit. Kein Abseits. Eklund. Ja, das war die große Chance. Das war die erste große Chance für die Schweden. Man soll nicht immer von hundertprozentigen Chancen oder gar tausendprozentigen Chancen sprechen, denn eine Chance, man kann ja nicht sagen, war sie hundertprozentig. Da müsste ja eigentlich ein Tor sein. Aber es war eine große Chance, die Ove Eklund vergeben hat. Fast eine Parallele zu Beginn dieses Spieles. Da hatten die Ungarn eine Chance durch Kocsis. Eine ganz tolle Chance. Und jetzt war es Eklund. Larsson. Grieb.
Gocic. Nordqvist. Gocic. Pančić. Ziemlich planlos weggedroschen den Ball. Chris Kronqvist. Ein Fehlpass nach dem anderen in dieser Phase. Allerdings hüben und drüben. Bene. Und Hellström. Nach wie vor regnet es. Sambo, Gocic. Peter Juhasz war es. Eklund gegen Pančić. Und die Schweden werfen ein. Persson. Schlecht gemacht von Svensson. Christensson. Nordqvist. Kickend rasch, kann man nur sagen. Hin und her. Sambo. Peter Juhasz. Söke. Und Einwurf für die Schweden. Foul. Persson. Das wird indirekten Freistoß geben. Behinderung. Larsson wurde behindert und zwar von Pančić. Und knapp innerhalb der 16-Meter-Linie gibt es einen indirekten Freistoß. Larsson. Ja, gut geschossen, aber nicht scharf genug, um Gezi zu bezwingen. Balint. Sambo. Christensson. Handspiel von Juhasz. Naja, na, wer weiß es dann, wenn nicht er, wer dieses Hens gemacht hat. Tommy Svensson. Larsson, Persson, wieder gesperrt und Freistoß. Ja, Laurens van Ravens. Scheint fast so, als hat er ihm jetzt gezeigt, wie sein Pfeiferl funktioniert. Pančić scheint reklamiert zu haben, er hat nichts gehört. Wieder indirekter Freistoß.
Kran in die Mauer. Geht sie? Svensson. Und geht sie, dreht den Ball über die Latte. Schindwall wäre da gewesen. Und auch Ove Kran. Aber Getzi hat sich jetzt ausgezeichnet. Eckball Nummer 5 für die Schweden. Persson. Grundquist. Österreich spielt also am 10. Juni in Wien gegen die Schweden. Zuletzt haben wir im vergangenen Jahr in Wien im Bewerb der Europameisterschaft ja ebenfalls mit Schweden in einer Gruppe gespielt. Die beiden Spiele, sie werden Ihnen ja noch in Erinnerung sein, zum Teil 1-0 für Schweden in Schweden und 1-0 für Österreich in Wien. Geht sie. Stering erzielte damals im Wiener Stadion den einzigen Treffer. Es war jener Tag, an dem eigentlich das Länderspiel im Schatten einer ganz großen Leistung stand, im Schatten des Weltrekordsprunges von Ilona Gusenbauer mit 1,92 Meter. In der schwedischen Mannschaft von damals standen übrigens Hellström, Christensson, Nordqvist, Grip und Larsson, die heute auch mit dabei sind. Gocic. Hellström. Steilpass für Kran, aber nicht richtig. Es hat besser ausgeschaut im ersten Moment. Tja, boshaft könnte man fast sagen, Eklund hat auch wirklich kaum annehmen können, dass Kram einmal wirklich als Rechtsaußen spielt. Fabian. Persson. Larsson und Freistoß. Zehn Minuten gespielt in der zweiten Spielhälfte und diese zehn Minuten standen eindeutig im Zeichen der Schweden. Örjan Persson. Pančić. Larsson. Bene. Sambo. Palint. Söke. Ziemlich ansatzlos geschossen und das ist immer gefährlich. Urplötzlich, ich habe ja auch nicht gedacht, dass Söke so plötzlich schießen wird, aber er hat das sehr geschickt gemacht, aber Hellström hat zur Ecke abwehren können. Wir zeigen die Wiederholung. Und zwar aus einer interessanten Perspektive, dafür haben wir jetzt den Eckball verpasst, aber er hat nichts eingebracht. Grundquist. Kran. Und gerade noch. Nein, nein.
habe mir auch gedacht, hier müsste Van Ravens pfeifen. Der Linienrichter hat die Fahne gehoben. Ja, Schindwall stand abseits. Ich wollte sagen, gerade noch hätte Barlind den Ball zur Ecke befördern können. Aber Schindwall stand zumindest auf gleicher Höhe. Und da ja die Regel bereits bei gleicher Höhe abseits vorschreibt, so gab es hier überhaupt keine Diskussion. Geht sie. Dieses Stadion wurde 1937 gebaut und hatte ein Fassungsvermögen von etwa 50.000 bis 52.000 Zusehern. Höchstens die Hälfte wird heute gefüllt sein. Schuld daran trägt in erster Linie das schlechte Wetter, denn es regnet, wie gesagt, nicht nur den ganzen Tag über, sondern auch jetzt noch pausenlos während dieses Spieles. Es ist das Heimstadion der Stockholmer Clubmannschaft AIK. Und noch etwas, auch dieses Stadion hat natürlich Fußballgeschichte gemacht, denn hier fand das Endspiel der Fußballweltmeisterschaft 1958 statt. Vielleicht erinnern Sie sich noch, Brasilien gegen Schweden, 5:2 für Brasilien. Was war das für ein Spiel damals? Und der junge, damals blutjunge 17-jährige Pelé hat seine Laufbahn ja bei dieser Weltmeisterschaft begonnen. Eklund hat sich jetzt fast selbst überspielt. Juhas. Gocic, Söke. Behinderung. Zur Abwechslung einmal ein Freistoß für die Ungarn vor dem Tore der Schweden. Balint hat geschossen und auch verschossen. Genaue Manndeckung der Ungarn, eine totale, würde das sehr gut zeigen. Kronqvist wurde behindert von Süc und das gibt Freistoß. Ein totaler Kamerablick hätte zuvor wunderschön gezeigt, wie die ungarischen Abwehrspieler ganz genau die schwedischen Stürmer markiert haben. Und Pancic ist der freie Mann. Svensson. Das Lachen des Publikums galt wieder einer Geste von Schiedsrichter Van Ravens. Er nimmt sie immer sehr genau, er macht es manchmal ein bisschen theatralisch, aber er ist ein ausgezeichneter Schiedsrichter, das sei ihm ruhig bestätigt. Larsson. Kran, Grundquist. Eklund. Und Kopfball über das Tor von Larsson. Kran, Larsson, Gocic,
Svensson. Grieb. Eklund. Knapp daneben. Jetzt wird den Ungarn wohl ein Stein vom Herzen gefallen sein. Das war eine große Möglichkeit. Hier die Wiederholung, ja, und doch relativ weit vorbeigeschossen war aus dieser Perspektive zu erkennen. Ein Spielerwechsel mit der Nummer 17 auf das Spiel gekommen hier. Flink, Ingvar Flink dürfte sein oder Roland Sandberg. Wir haben die Nummer 17 bei den Ersatzspielern zuvor nicht erhalten. Roland Sandberg wird es sein. Ja, Sandberg ist es. Roland Sandberg, er spielt bei Advita Berg. Er ist aufs Feld gekommen für Ove Eklund, der zuvor diese große Möglichkeit vergeben hat. Aber wie man aus der Torperspektive gesehen hat, doch relativ weit vorbeigeschossen hat. Relativ ist natürlich alles. Ja, Sandberg war übrigens auch in Wien dabei. Gocic, Zücs, Zöcke. Und Eckball. Nummer 9, Bene, Ferenc Bene. Mittlerweile gab es auch einen Wechsel bei den Ungarn und zwar ist Antal Dunai auf das Spiel, ins Spiel gekommen und zwar für Söke in der 32. Spielminute. Dunai für Söke. Auf beiden Seiten wurde je ein Mann also gewechselt. Hier mit der Nummer 15, Dunai. Pančić. Schlecht abgespielt. Hellström, Pančić, Svensson, Abseit. Dieser Blondschopf, langmähnige Spieler mit der Nummer 17, das ist Roland Sandberg. 25 Jahre alt. Geht sie? 12 Minuten noch zu spielen. Grieb. Fabian.
Dunaj. Hellström, Sambo, Bene. Und jetzt war Hellström da. Auf Raten allerdings. Erstmal hat er sich hier nicht ganz geschickt angestellt. Ach, Dunaj spielt bei Újpest Dózsa. War schon 21 Mal in der Nationalmannschaft. Nordqvist. Grönqvist. Svensson. Ja. Ja, warum hat er diesen Ball vorbeigelassen? Bene hat gedacht, Sambo wäre da, aber er hätte doch schauen können. Sütsch und Larsson wird einwerfen. Bo Larsson. Geht sie. Geht sie? Die Kamera zeigt es uns im Moment nicht, aber hinter dem Tor liegt Schindwall. Er dürfte einen Krampf im rechten oder im linken Bein haben. Der Masseur ist bei ihm. Persson. Und wieder nichts. Kommt Schindwall oder kommt ein neuer Spieler für diese letzten 8 Minuten, die noch zu spielen sind? Im Moment jedenfalls die Schweden nur mit 10 Spielern. Sambo. Persson. Und beinahe hat Götze jetzt nicht aufgepasst. Auch das kann vorkommen, dass man einen Ball einfach unterschätzt. Wieder Freistoß. Hier die Nummer 16. Ingvar Flink ist nun gekommen für Ove Schindwall. Flink spielt übrigens in der zweiten schwedischen Division, bei einem Zweitdivisionär beim
IC Saab und übrigens auch Grieb spielt bei einem Zweitdivisionär bei Sirius Göteborg. Gran. Etwa 5 Minuten noch zu spielen. Und eines hat sich heute auf alle Fälle wieder bestätigt. Beide Mannschaften zehren eben nur mehr von ihrem Namen. Denn weder die Ungarn noch die Schweden haben zum Beispiel in diesem Spiel das gezeigt, was eigentlich der Name Ungarn und der Name Schweden im Fußball vor Jahren versprochen und auch gehalten hat. Fabian und Sütsch, Balint, Kü, Peter Juhasch und Abstoß. Dennoch war dieses Spiel für uns Österreicher nicht uninteressant. Man konnte sicherlich einige Rückschlüsse ziehen auf die Stärke der Mannschaften. Die Ungarn haben sicherlich eine recht starke Abwehr, die aber nicht unverwundbar scheint. Und der Angriff hat heute nicht sehr viel geboten. Söke schien in der ersten Spielhälfte der gefährlichste Mann. Im Mittelfeld war Kü vielleicht der Beste. Bei den Schweden war zu sehen, dass sie ebenfalls sehr kompromisslose Abwehrspieler haben. Aber der Angriff viel zu inkonsequent spielt. Man viel zu oft mit drei, vier Mann in der Mitte durch wollte. Gran war sicherlich der beste Stürmer, vor allem in den ersten 45 Minuten. Sambo. Und Larsson. Larsson sehr, sehr fleißig, sehr oft anspielbar, aber er hatte einige schöne Chancen, die er nicht ausnützen konnte. Für die Ungarn. Die Ungarn können also mit dem 0:0 wirklich zufrieden sein, denn die Schweden hatten doch einige Chancen, aber sie hatten beim Abschluss der Aktionen kein Glück. Sie waren die stärkere Mannschaft auf die gesamten 90 Minuten übertragen. Ohne dass man dennoch in diesem Spiel sehr oft vom Sitz gerissen wurde aus Begeisterung. Das war ein taktisches Spiel, der Ungarn vor allem. Sambo. Abseits. Abseitsstellung von Sandberg. Große Matchuhr hier im Rosunda-Stadion zeigt die 43. Spielminute der zweiten Spielhälfte an. Also noch etwa 2 Minuten. Dunaj und Einwurf für die Schweden. Wenn diese Begegnung unentschieden endet, so werden die Schweden also weiterhin hier im Rosunda-Stadion ungeschlagen bleiben. Aber die Ungarn haben sicherlich den ersten wertvollen Auswärtspunkt in der Qualifikationsgruppe
für die Weltmeisterschaft geholt. Sie werden damit mit 5 Punkten aus 3 Spielen vorerst klar die Tabelle anführen, vor Österreich mit 2 Punkten aus 1 Spiel und den Schweden mit 1 Punkt aus ebenfalls 1 Spiel. Noch eine Minute. Sambo. Kü. Balint. Sambo. Balint. Und ein letzter Einwurf. Gocic. Es war ein letzter Einwurf für die Ungarn wahrscheinlich. Larsson. Christensson. Kü. Svensson. Fabian. Svensson. Juhaschweiß. Und Nordqvist. Larsson. Grieb. Letzte Möglichkeit für die Schweden. Geht sie. Und das Spiel ist zu Ende. Meine Damen und Herren, Schweden gegen Ungarn im Weltmeisterschaftsqualifikationsspiel im Rosunda-Stadion von Stockholm. 0:0. Damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Empfang. Gute Nacht.